Was geht ab, meine OZ-Fighter? Und heute gibt es erstmal einen Guide, zusammenfassend gesagt, wie ihr alles richtig macht, um Free-to-Play LR Goku und Arale euch zu erfarmen, sowohl für Global als auch für JP. Und danach gibt es ein Showcase noch zu den beiden Charakteren. Die Sache ist jedoch, Freunde, an dem Datum, in dem ich das Ganze drehe, heute und in dem das Video online kommt. Heute ist der 8. März 2019. Warum sage ich das? Weil zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das online seht, was ich euch gerade genannt habe, kann man sie auf JP vollends zum LR awaken, auf Global jedoch nicht, denn das ganze Awakening teilt sich in drei Events auf und auf Global ist nur das erste Event dieses hier erschienen, aktuell auf JP jedoch das allerneueste, dementsprechend damit ihr Bescheid wisst, aber die Global Spieler können sich jetzt schon vorbereiten, wenn die quasi dann Event 2 und 3 hinzufügen, damit ihr dann dort nur noch die Medaillen farmen oder sammeln müsst, um dann quasi euch euren Charakter, euren Free-to-Play-Goku zur LR-Version zu awaken. Also das auf jeden Fall zur Information. Auf JP, wie gesagt, kann man das alles machen. Woher bekommt ihr diesen Goku? Zum einen aus diesem Event hier, Freunde. Die Events, das sind wie gesagt aufgeteilt in drei Events, die richten sich an die ersten Dragon Ball Classic Filme und da deswegen auch die Artworks der Charaktere. Das ist quasi Event 1, Film 1, Event 2, Film 2 so gesehen und Event 3, Film 3 mit LR Goku und Arale. Aber bevor wir uns quasi anschauen, wie man sie zum LR Wake, gucken wir uns erstmal von Anfang an an, wie genau ihr alles richtig macht, um sie quasi von 0 auf 100% zu bringen, Freunde. Aus Event 1 droppt aus Stage 1 ein Goku. Das ist dieser Goku, den man zur LR-Version awaken kann. Eine Sache aus vorweg, Freunde, bei allen drei Events habt ihr eine erhöhte Droprate mit den Dragon Ball Seekers Charakteren. Also erstellt euch am besten ein Team aus Dragon Ball Seekers Charakteren, damit ihr hier eine erhöhte Droprate habt, damit ihr die Charaktere, die Items, die Medaillen etc. erhöht, also eine bessere Droprate haben. Und ihr das Ganze schneller machen könnt. Alright, abgesehen davon, wie gesagt, droppt dieser Goku auf Stage 1. Er droppt als SR-Charakter. Ihr holt euch erstmal 10 Stück aus Stage 1. Dann nutzt ihr alle, um einen auf SA10 zu bringen. Also halten wir fest, wir haben einen auf SA10. Dann müsst ihr euch aber 4 weitere aus Stage 1 holen. Die bleiben alle jeweils SA1, weil die benutzen wir als Dupes. Die Sache ist jedoch, da es SR-Charaktere sind, kann man sie nicht im Dupe-System benutzen, weil das Dupe-System dürfen Charaktere erst nutzen, wenn man sie auf den UR-Status awaken kann, also sie awaken kann. Dies wiederum heißt, wir müssen jetzt alle 5, einer auf SA10, 4 Dupes, alle 5 müssen wir awaken. Die Medaillen gibt es aus Stage 6. Um einen zu awaken, braucht man 5. Also braucht ihr an der Stelle 25 Medaillen aus Stage 6. Danach habt ihr das komplett geschafft und euch gut vorbereitet für Stage 1. Die Sache ist die, wenn ihr ihn komplett, ich sag es jetzt schon mal, wenn ihr ihn komplett Free-to-Play in der LR-Version von SA10 auf 20 bringen wollt, dann müsst ihr euch nochmal zusätzlich 10 weitere holen, damit ihr noch einen weiteren auf SA10 habt und dann in Zukunft, beziehungsweise dann später, wenn ihr sie auf die LR-Version gebracht habt, als Trainingspartner benutzen könnt, damit der auf 100% bei euch ist, von SA10 auf 20 sich erhöhen kann. Das ist jedem selbst überlassen, aber ihr müsst dann quasi dann das doppelt machen. Ihr müsst euch im Endeffekt dann noch einen weiteren holen auf SA10 und auf den LR-Status bringen. Okay, aber zusammengefasst, wie gesagt, aus Stage 1 holen wir uns jetzt mal so gesehen 14 Stück. Einen auf SA10, 4 für die Dupes. Alle haben wir awaked mit den 25 Medaillen. Und jetzt könnt ihr schon im Dupe-System, weil ihr sie awaked habt, die Dupes nutzen. Geht am besten das Dupe-System, öffnet alle Dupes, behaltet den auf SA10, wie gesagt, und im Dupe-System könnt ihr gehen auf 15 Crit, 11 Additional Attack. Das kann man bei ihm auf jeden Fall machen. Wie bringt ihr ihn dann von der UR-Version auf die TUR-Version? Die Medaillen gibt es dann quasi aus Event 2. Aus Event 2 müsst ihr dann, aus welcher Stage sind die Medaillen, und zwar auf Stage 5, 30 Medaillen holen. Dann könnt ihr den, der auf UR ist, auf die TUR-Version awaken. Der sieht dann logischerweise so aus wie auf dem Filmposter, wie auf Event 2. Und dann habt ihr einen auf der TUR-Version, alle Dupes geöffnet, SA10 auf 100%, sagen wir mal. Dann kam quasi auf JP das allerneueste Event online und aus diesem Event müsst ihr euch jetzt quasi weitere Medaillen holen, um sie auf die LR-Version zu awaken und auf der LR-Version aus Stage 3 droppen die Medaillen. Ihr braucht 50 Medaillen, um einen auf die LR-Version zu bringen und wenn ihr sie auf die LR-Version gebracht habt, ändern sie ihren Namen und heißen dann, oder der LR heißt dann LR Goku und Arale. Genau. So viel zusammenfassend, wo ihr den Goku bekommt, wie ihr ihn zum LR awakt, Freunde. Ganz basic gesehen. Wenn ihr dann, wie gesagt, dann habt ihr quasi ein LR auf 100%, alle Dupes geöffnet logischerweise, SA10,
könnt entweder Sleeping Kais, Grand Kais, Elder Kais nutzen, um sie auf SC10 zu bringen. Wenn ihr das komplett Free-to-Play halten wollt, dann müsst ihr euch, wie gesagt, noch einen weiteren auf SC10 holen und von Anfang an bis auf den Elder-Version Awakened, damit ihr dann diesen als Trainingspartner benutzen könnt für den auf 100%, weil dann erhöht sich der, der auf 100% ist, von SC10 auf 20. Okay, so viel dazu, Freunde. Da haben wir auch wirklich beides abgedeckt. Standardgemäß gesehen und komplett Free-to-Play, sage ich mal. Ich habe mir einen geholt, 100% geklatscht und Awake mit den ganzen Medaillen. Das einmal gemacht quasi, wie ich es euch gesagt habe. Und dann Grand Kais, Elder Kais etc. benutzt. Dementsprechend haben wir jetzt folgenden Charakter hier. Elder, Goku und Arale. Was haben sie hier drauf? Sie geben zum einen den Dragon Ball Seekers Charakterin Ki plus 3 HP Attack und F77%. Mit der ersten Super Attack machen sie Colossal Damage und sealen den Gegner. Mit der zweiten Super Attack erhöhen sie greatly ihre Verteidigung für eine Runde und machen an der Stelle hier Mega Colossal Damage. Genau, die Passive ist folgendermaßen, Freunde. Moment, jetzt genau so switchen wir rüber. Passive, eine zufällige Anzahl und einen zufälligen Typus an Orb ändern sie in Rainbow Orb. Und pro Rainbow Orb, den sie einsammeln, bekommen sie Ki plus 2 auf den Angriff 30%. Heißt, wenn ihr 5 Rainbow Orbs einsammelt und das funktioniert, das geht, kommt nur selten vor, aber es geht, dann könnt ihr logischerweise bis zu Ki plus 10 und 150% auf den Angriff erlangen. Deswegen ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, kommt aber selten vor. Jedenfalls, und dann habt ihr eine Damage Reduction von 30%, wenn ihr diesen Charakter im ersten Slot setzt im Kampf, also ganz links. Finde ich gut, sind sofort offensiv gut, sorgen selbstständig für Rainbow Orbs und man sollte es nicht unterschätzen, auch wenn man keine 5 bekommt, machen sie auf jeden Fall sehr gut Schaden, das werden wir aber gleich im Showcase sehen. Haben eine Damage Reduction und wenn sie ihre Mega Kosten Damage, also ihre Ultra Super Attack machen, erhöhen sie ihre Verteidigung noch greatly und das macht auch auf jeden Fall sehr viel aus, denn es sind 50% auf die Verteidigung für eine Runde. Also tanky sind sie und offensiv stark sind sie auf jeden Fall auch, das freut mich an dem Charakter, weil es ist ein Free-to-Play-LR. Wie gesagt, Jups ist im 15 Crit, 11 Additional Attack. Linkskill haben sie hier, The Innocence 10%, Infighter 10% auf Verteidigung, minus 10% auf Gegners Verteidigung sollte das sein. Also 10% auf unseren eigenen Angriff. Ich glaube, ich habe zweimal Verteidigung gesagt. 10% auf unseren eigenen Angriff, minus 10% auf die des Gegners. Incredible Adventure haben wir hier, Ki plus 2, Guidance of the Dragon Ball, 20% auf den Angriff, sehr wichtig. Penguin Village Adventure sind 15% auf den Angriff, das gucken wir uns gleich näher an. Shattering Limit, Ki plus 2 und Legendary Power 5000, wenn die Super Attack starten. Außerhalb davon sind sie in Kartonien vertreten, Dragon Ball Seekers, Joint Forces, Movie Heroes, Boys and Girls, Childhood Saga. Genau, wir werden sie in diesem Team showcasen. Die letzten Tage zuvor bei dem Showcase vom Int Goku habe ich auch beide in der Rotation gehalten. Das werde ich auch so lassen. Eigentlich gibt es einen... Also man kann auf jeden Fall die TOR-Version auch als Partner spielen. Aber das ist jedem selbst überlassen, ob ihr nochmal die TO-Version holen wollt und beide in der Rotation spielen wollt. Wenn ihr ein gutes Free-to-Play-Team haben wollt, für zum Beispiel Prime Battle etc., kann man das auf jeden Fall machen. Wenn ihr sie so in einem Team nutzt, sage ich mal, muss das nicht unbedingt sein, weil es gibt gute Partner auch. Aber mit der TO-Version linken sich mit 5 Link-Skills. Was fehlen würde, wäre, Infighter haben sie, wäre Penguin Village Adventure sollte fehlen und Legendary Power, genau, logischerweise. Ansonsten haben sie alles gedeckt. Also die Theo-Version ist ein guter Linkskill und man kann beide nutzen, weil er Goku Youth heißt, also er hat einen anderen Namen, aber nicht in diesem Team, sondern in einem anderen Team, in dem Katrine vertreten ist. Ich hätte sie gerne auch in Dragon Ball Seekers Showcase liebend gerne, aber ich habe leider nicht den LR Gopanks gezogen. Ist nicht schlimm, weil da gehören sie auch rein. Aber in diesem Team könnt ihr das nicht machen, weil dieser Int Goku hat auch den Namen Goku Youth, also Kid Goku. Deswegen kann man das nicht machen. Denn es würde auch einen anderen guten Partner geben, es wäre eine Free-to-Play-Variante, das wäre dieser Goku hier. Dieser Goku bekommt ihr aus dem Arale-Event, der kann droppen auf der Hard-Schwierigkeit und die Medaillen dort ebenso oder auf sie hart. Aber der ist kein guter Charakter, Freunde. Der kriegt, glaube ich, nur Ki plus 2, Attack plus 6000, wenn er als Erster angreift. Warum hätte man ihn mitnehmen können? Er hat halt nämlich Innocence, Guidance of the Dragon Balls, Incredible Adventure und Penguin Village Adventure und Shattering Limit. Also er hätte auch 5 Linkskills. Das Geniale bei ihm wäre, er hat noch Penguin Village Adventure. Das ist quasi ein Linkskill von Arales Adventure, sage ich mal, Abenteuer. Sind 15% auf den Angriff. Aber ich kann ihn in diesem Team nicht spielen, weil Logo... Er hat denselben Namen wie der Leader und in einem anderen Team teilen sich keine Kategorie in anderen Teams, in denen man sich spielen könnte. Deswegen, in Heroes Team könnte man es klar machen, aber ich verzichte darauf, deswegen lasse ich eine Rotation mit dem Int Ui Goku. Das ist auch eine sehr schöne Rotation. Wir haben Innocence, Guides of the Dragon Balls, The Incredible Adventure. Das ist auf jeden Fall, das reicht auf jeden Fall. Also schlecht ist die Rotation nicht, werden dann für die anderen Linkskills sorgen mit einer anderen Rotation. Deswegen habe ich Arale aus demselben Event, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Mit der Schüssel könnt ihr das auf JP machen. Auf Global wurde es zum Release der Schüssel nicht hinzugefügt, wie ich es richtig gelesen habe. Sollte in Zukunft hoffentlich hinzugefügt werden. Die ist aber nicht gut, weil die hat weder Guides of the
the Dragon Balls noch Incredible Adventure. Die hat halt nur Penguin Village Adventure. Das sind 15%. Da haben wir das auch mal in der Rotation getriggert haben, habe ich sie mitgenommen. Aber sie selbst ist auch kein guter Free-to-Play-Charakter. Wenn die HP 30% drüber sind, Keep plus 3 auf den Angriff 4000. Sind halt ältere Free-to-Play-Charakter. Man merkt, ich nehme es einfach mal mit für ein Showcase. Dann haben wir aber noch Kid, nee, Kid Vegeta, sag ich, Vegeta Junior, weil der hätte noch Infighter. Und ansonsten haben wir unsere Zeit Support, die wir rein und raus rotieren. Und habe es ein bisschen umgestellt, das Team. Wie gesagt, wegen den Links geht es speziell für das Showcase für LR Goku und Arale. In dem anderen Team haben wir gesehen, da wo ich quasi mein Main-Team mit dem Goku als Leader spiele. Das könnt ihr euch gerne auch ansehen. Da hatten wir noch kleine andere Rotationen, aber da haben sie auch wirklich sehr gut gepasst. Ist ein ähnliches Setup, bisschen mehr spezialisiert auf Kid Goku und Arale. Deswegen würde ich sagen, spielen wir direkt in ein Event rein und gucken uns das Ganze an. Alles klar, und wir sind im Event von neuen Kid Goku, Freunde. Bevor ich habe vergessen, es am Anfang zu erwähnen, bei den Events, bei den drei Events, ich werde die ganzen Links zu den Events in die Beschreibung setzen, weil dort könnt ihr euch die Missionen der einzelnen Events durchlesen, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wegen JP halt, da habt ihr die Übersetzung quasi. Die Links werde ich in die Beschreibung setzen. Falls ich es vergessen habe, erinnert mich in den Kommentaren, Freunde. Dann seid ihr auch da gedeckt. Perfekt, hier haben wir noch eine gute Version, wie gesagt. Die zwei linken sich auf jeden Fall gut. Jetzt mache ich mal das folgendermaßen. Dieser Goku kommt zwar auf seine Super Attack, ist nicht schlimm. Aber bei LR Goku und Arale wollt ihr auf jeden Fall Rainbow Orbs haben, Freunde. Und wenn ihr das natürlich dann mehr bekommt, zum Beispiel mit Rainbow Orbs auch AGL Orbs, dann bekommen sie durch AGL natürlich, weil sie selben Typen haben, nochmal einen Doppelten Boost. Kennt man ja. Wenn ein Charakter denselben Keysphere einsammelt, vom selben Typus, dann bekommt er von dem zwei Key, also das Doppelte. Und in Rotation mit ihm können wir auf jeden Fall lassen, wie gesagt. Es sind schon spezielle Charaktere, weil sie aus der Dragon Ball Saga Kategorie sind oder Saga sind. 2,5, sehr schön, ohne Support Aspekt. Wir haben ja noch nicht LRB Points Active Skill, wir haben aber Legendary Power. Wir haben hier sehr gut aktiviert, aus Incredible Adventure und Infighter, sag ich mal. Sehr schön, und für einen Free-to-Play Charakter, Freunde, sind sie wirklich sehr gut, das werde ich dann gleich merken. Jedenfalls, diese Dragon Ball Saga Charaktere sind sehr eigen, gebe ich euch recht. Aber es gibt, verdammt nochmal, sehr, sehr gute Free-to-Play Alternativen. Denn, machen wir das Ganze mal so. Die Free-to-Play-Alternativen, die kann man auf jeden Fall in dem Team spielen. Ich sag mal folgendes, wenn ihr diesen Goku gezogen habt, den Int Goku, dann könnt ihr euch Free-to-Play LR Goku und Arale holen. Ihr könnt euch Vegeta Ise holen, Vegeta Junior, der im Team ist. Goku Junior in dem Team. Das sind drei Free-to-Play-Charaktere, drei spitzenartige Free-to-Play-Charaktere. Die kann man, dann habt ihr zwei Rotationen schon mal gedeckt. Natürlich den einen Leader müsst ihr ziehen, aber falls ihr ihn zieht und kein Team bauen könnt, dann könnt ihr euch drei richtig gute Free-to-Play-Charaktere holen. Und die könnt ihr auf jeden Fall gemeinsam dann spielen. Außerhalb davon, LRB-Pan. LRB-Pan ist auch Free-to-Play. LRB-Pan könnt ihr euch auch holen. Ihr könnt euch LRB-Pan jetzt holen, Freunde. Jetzt wurden die LRB-Pan-Missionen. Die wurden ja damals im... wir machen das Ganze. Ja, jetzt haben wir Support-Aspekt. Jetzt haben wir drei Rainbow-Orbs. Komm ich... Ja, das sind drei, okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. LRB-Pan konnte man aus dem vierjährigen Jubiläum jeden Tag über 15 Tage holen, die Medaillen etc. Das wurde jetzt quasi permanent hinzugefügt in die normalen B-Pan-Stages aus den Missionen. Heißt, macht immer die B-Pan-Stages wöchentlich einmal. Was haben wir jetzt mit Support am Start? Tanken tut sie gut. 2,9. Haben wir vorher nicht 2,9? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber 2,9 auf jeden Fall auf dem Radar. Also um die 3 Millionen hat sie immer auf dem Radar. Wir haben jetzt im Schnitt so 3 Rainbow Orbs. Es ist wirklich sehr, sehr gut als Free-to-Play-Charakter, als Ella, dass sie selbstständig für Orbs sorgt. Also sie... Ja, für die Rainbow Orbs, die sie ja braucht. Und pro Rainbow Orb bekommt sie Key plus Attack plus 30%. Und, Moment. Sie ist also in der Hinsicht, oder die, ich sag die ganze Zeit sie, aber ja, es hat die LR-Karte. Die beiden meine ich halt einfach. Die sind halt echt selbstständig. Und das finde ich gut bei LR. Wenn LR-Charaktere selbstständig sind, dass sie selbst für ihre Key sorgen etc., das ist übel gut. Dann können sie auch mal in Teams gespielt werden, wo sich nicht das komplette Team um sie drehen muss. Und das finde ich geil. Also wirklich. Und tanky sind sie auch, wenn man sie im ersten Slot setzt. 30% Damage Reduction, wenn sie ihre Ultra Super Attack machen und danach Angriffe bekommen, haben sie auch sehr gut Verteidigung. Also mit diesem Free-to-Play-Charakter bin ich wirklich sehr zufrieden und ich würde jeden empfehlen. Egal ob Global oder JP, holt sie euch. Holt sie euch. Ihr könnt sie auch in so einem Team spielen. Also nur weil es ein Free-to-Play-LA ist, muss man sie nicht spielen, weil es Free-to-Play ist. Nein, ihr könnt sie auf jeden Fall spielen. Okay, hier haben wir jetzt quasi Incredible Adventure noch am Start. Warte mal, wir gucken. Da sind es 1, 2, 3. 3, 3, 3. Ja, der soll einfach mal das einsammeln. Wegen den Rainbow Orbs hier. 2. Da müsst ihr aber auch richtig spielen, also mit ihm. The Voice Cracks. Da müsst ihr auch richtig spielen mit ihm. Und genau gucken, was ihr mit ihm einsammelt. Wegen den Rainbow Orbs. Aber ihr seht es. Sie kommen total selbstständig die ganze Zeit auf. Oh, tütet ihr den jetzt? Nein. Okay, gut. Total selbstständig auf die 18 Key und so weiter sofort. Und das ist gut. 2,5. Ah, wir hatten am Anfang 2,5 und das Support jetzt heißt wieder. 2,59, Freunde. Das ist als ein Free-to-Play, für ein Free-to-Play-Ally übertrieben gut. 2,3 Millionen Crit.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Free-to-Play, Freunde. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet. Wenn euch das ganze Video bis jetzt schon gefallen hat, könnt ihr den ganzen auf jeden Fall auch ein Like geben, Freunde. Und vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung in letzter Zeit. Ich sage es immer und immer wieder, ich weiß. Aber es ist halt legit so. Wir gehen gerade richtig gut steil und ich weiß es sehr zu schätzen, Freunde. Vielen lieben Dank dafür. Und genau, wie gesagt, ihr müsst nicht mal, wenn ihr jetzt, ihr müsst nicht mal die besten Charaktere aus der Kategorie haben. Ihr müsst zum Beispiel kein LL Gohan haben für die Kategorie von dem Inkoku. Ihr müsst kein LL Mighty Mess haben. Es geht auch mit den Free-to-Play-Charakteren, also bei allem Respekt. Vegeta Junior, Izei Goku Junior in einer Rotation, die linken sich sehr gut, ist ja auch nur logisch. Beide sind aus derselben Ära, sag ich mal. Und dann den Leader mit dem Free-to-Play LL Goku und Arelia, das geht auf jeden Fall auch. Wäre gut, wenn ihr dann einen Support-Charakter habt oder einen Rotationscharakter, der 4 Spatten hätte für den Leader in der Rotation. Deswegen habe ich physisch Paar mitgenommen und LRB Pan Free-to-Play-Charakter auch mit rein, Freunde. Das Gute an LRB Pan ist, die heilt sich ja immer an den Schaden, den sie macht und dementsprechend... Oh, Moment, wie machen wir das Ganze jetzt? Ah, das sind mir nicht so viele und geile. Rainbow Ops. Ich lasse mal erstmal aktivieren den Active Skill von Bipan, dann lassen wir den Bipan mal angreifen. Und genau, und das ist, Spiel ist zu unserem Gunsten, wenn sie uns heilt, weil wir wollen mit dem Inkook ja mit dem Leader auch so viel HP wie möglich haben wegen dem Angriff. LRB Pan soll mal das alles holen, weil ich will diese Orbs da oben. Und dann würde ich mal gerne mit LRB Pan. Ah, leider nur zwei. Okay, schade. Das Höchste, was wir gesehen haben, waren drei, ne? Schade, schade, schade. Gar nicht schlimm. Ich habe hier dann auf jeden Fall noch hier ein Item mitgenommen. Ich will auf jeden Fall noch hier stehen sehen, wie die 24 Key. Genau, wir haben jetzt 24 Key. Was für ein Schaden da fließt mit LRB Pan Support, Freunde. Und das gucken wir mal, ob sie die umhauen. Aber ich gehe stark davon aus. Ich hoffe es mit einem Crit auf jeden Fall. Izei Goten zum Beispiel. Izei Goten sorgt auch für Rainbow Orbs. Den könnte man auch in diesem Team spielen, damit man mehr Rainbow Orbs einfach haben will für LR Goku und Arale. Aber genau das wären so quasi die Charaktere, die man mit ihm spielen kann. Und was kommen wir jetzt hier? 2,9. Ah, leider hätten wir mehr Rainbow Orb. Bin mir sicher, man kommt sicherlich über 3 Millionen, Freunde. Und für einen Free-to-Play-Charakter, dass ein Free-to-Play-Charakter über 3 Millionen auf dem Radar kommt, das muss man verdammt nochmal gut schreiben. Und da kann man auf jeden Fall sagen, weil auch defensiv sehr stark ist, das ist ein guter Free-to-Play-Charakter, Freunde. Wir hatten zwar den Support von Bipan, aber dennoch, wir haben auch ohne den Support gesehen, dass sie auf 2,9 kam mit physisch Pan. Deswegen bin ich mir sicher, wenn man... Im Schnitt hatten wir so 3 Orbs, da kamen wir an die 3 Millionen dran. Wenn wir 4 oder 5 haben, knackt dieser Free-to-Play-L auf jeden Fall die 3 Millionen, Freunde. Ich hoffe dementsprechend, das ganze Showcase um. Sie hat euch gefallen und einen ganzen Guide am Anfang. Wenn ja, gebt den ganzen Like, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.